Jetski. Jetski Jirena. Servus Burschen, wir sind wieder back. Lange Zeit hat es gedauert, wir sind endlich einmal wieder mit einem reinen Werkstattvideo zurück. Wir führen heute das Bolini-Projekt durch. Wir haben jetzt lang nur ein bisschen die Spannung aufgebaut, aber jetzt ist es endlich soweit. Burschen, schaut's her. Ja, wir haben den Bolini-Zylinder, wir haben die Bolini-Zündung. Ganz was Spezielles, Dax, weißt du schon, wie wir die aufbauen werden? Hast du da schon... Ich hab schon angeschaut, ja. Ja, hast schon im Kopf wahrscheinlich zusammengebaut, gell? Geht. Ja, wir haben da Lichtspulen alles dabei, gell? Das heißt, wir werden da das aufbauen, alles vorne, hinten, Licht, Blinker, rechts, links, überall. Und es kommt zum ganz argen Höhepunkt in diesem Video, und zwar den Aussagstutzen für den Bolini 65 Kubik, was wir gemeinsam mit MCW Racetag entwickelt haben. Schaut euch das an, Wahnsinn, kaufen, billiger, MCW Racetag, alle jetzt anschauen. Mit Membran haben zwei verschiedene Aussagstutzen dafür entwickelt. Der eine ist ein wenig näher beim Moped, der andere geht ein wenig weiter zurück. Also für jeden ist was dabei. Könnt ihr erwerben an dieser Stelle bei MCW Racetag im Onlineshop, ist ab sofort erhältlich. Und ja, 19er Bolini Vergaser, DMB Kurbelwellen, klar, Racing Kupplung, gell? Na gut, Taxi, was sagst du? Starten wir? Wir starten, wir bauen das zusammen. Okay, let's go! So, da steht die Agenda. Was steht auf dem Plan? Zerreißen, ganz schnell, wild. Ja. Und dann Zeit nehmen, mit Gefühl zusammenbauen. Überströmen, ein wenig aufpassen. Sauber zusammenbauen. Gehen wir mal. Das ist der Plan. Warum verbauen wir da eine elektrische Zündung, Dax? Also eine digitale. Eine digitale? Ja. Nur die digitalen für hohe Drehzahlen gut sind. Ja. Weil bei die aus den Unterbrecher, irgendwann kommt der nicht mehr mit. Dann kommst du nicht mehr weiter rauf mit der Drehzahl. Okay. Stehst da und Drehzahl ist Kraft. Oben geht erst richtig die Post da. Yeah, I ain't really taking no less. Now they tryna send me that text. I ain't hit them back, they stress. I'm needing hundreds of hundreds, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best, and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top of the song. Und Axel ist vorbereitet, Motor gereinigt, halbwegs, gell? Gespalten. Die Pulzen runter. Und jetzt werden die Überströme angepasst, oder? Jo. Das ist also ein Überblieben zum Wegnehmen. Das ist ein Überblieben. Und dann werden wir es noch ein bisschen vertiefen, oder? Wie wir damals noch die Russen-Methode gemacht, eigentlich, gell? Das ist die Russen-Methode? Die Russen-Methode ist einfach nur schnell auf. Schnell ein wenig auf dran. Schnell ein wenig auf. Aufgewandt. Aber das geht bis der hintere schön weggegangen. Haben wir damals noch nicht gewusst, vor 4 Jahren, oder? Ich bin noch nicht gewusst, nicht dran gedacht. Aber es war wurscht. Oder einfach schnell, schnell. Ich glaube schnell, schnell. So, sagt, links ist fertig. Da sieht man einen Unterschied. He? Da haben wir nur Kanten gebrochen, aber uns ist schon eingefallen, warum, gell? Das war ein eigenes Video beim Projekt Asphalt. War russisch. Den Motor zusammenbaut lassen und hat der Fetzen reingestopft. Das ist aber nicht so weit hintergegangen. Ne? Aufpassen, was man sagt. Musik.
let's go. Wait, hallo Q. Der Dax, jetzt kann es losgehen, oder? Wir legen los mit dem Zahnbahn. Warum legen wir die Kupplung jetzt ein? Der Hersteller, Klo, empfiehlt Kupplung einlegen. 24 Stunden vor dem Betrieb, glaube ich. Okay. It's time to take a vitamin, yeah, and vitamin. Welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it. But sorry, I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving all my confidence, yeah. It really shouldn't be no arguments, 'cause you're now viewing the greatest of all time. Saying I can't get better, I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out. So Dax, das heißt, Grundausstattung einmal erledigt. Jo. Jetzt ja, kommt was so. Spannendes, oder? Ja, warum so. Ja, warum so. Jetzt kann man die Stehputzen. Now viewing the greatest of all time. Saying I can't get better. I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out, 'cause the bomb is lit. I got that confidence. That's right. Confidence, yeah. Confidence. Sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on my brothers, 'cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. And I'm on a big mission. Okay, Dax, great counting lesson. Was sagt die Lehre? 1,5. 1,5? Mhm. Ja, das passt eh, oder? Wir haben ja einen Alltagsmotor da. Und das ist nicht zu viel. Der Dax jetzt sponsorentechnisches Highlight, gell? Der hat uns das Projekt da sehr viel unterstützt, gell? MCW Restech. Es ist soweit. Endlich. Endlich können wir jetzt da membrantechnisch den Kosten mit Aussaugstutzen aufbauen. Ja. Wir nehmen jetzt den kurzen Aussaugstutzen einmal vorerst, gell? Nehmen wir einen zweiten auch noch, also das kriegen die Leute so bei MCW Racetech zum Kaufen. Was hältst du davon? Schaut mega geil aus. Ja. Du bist eigentlich auch ein Fan von so einer gefertigten Aussagestutzen, gell? Bin ich schon, ja. Ja. Bin gespannt, wie das geht. Ja, an der Stelle nochmal danke an MCW Racetech. Er hat uns Vergaser plus ganzen Aussagetrag zur Verfügung gestellt. The sun, these boys can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, it's time to take a vitamin. Yeah, and vitamin, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boy. Waffelade! Was ist da? Du tust wieder da alles ausmessen und spionieren. Passt ja nix. Jetzt bringt mir das nicht. Confidence, yeah. Promise I'm really this astonishing. And yeah, you're now viewing the greatest of all time. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my confidence. Yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. Talk that, confidence. Come on now. Okay, Burschen, wir sind mittlerweile wieder back in der Garage bei mir und jetzt wird der Motor mal ins Projekt Asphalt eingebaut und dann werden die ganzen Teile Motor fertiggestellt. Also, let's go!
Zündung ist aufgebaut, Auspuff ist aufgebaut und jetzt kommen wir zur Kupplung. An der Stelle nochmal vielen Dank an Chloe, er ist jetzt mein Kupplungspartner. Wir werden voll ausgestattet, vor allem mit den besten Kupplungen, die es so gibt am Markt. Wir haben die jetzt seit gestern eingelegt und jetzt wird das Ganze da in das Moped einmal reinkommen. Ich bin schon sehr gespannt, Bachfeller, was sagst du? Ja, vielversprechend. Vielversprechend, gell? Also, schauen wir, hauen wir es rein. Fertigung wieder mal, gell? Spezial. Blau, blau, blau. Blau. Wieder einzerren. Naja, Polini blau. Wollen wir jetzt montieren? Ja. Mit den neuen Retro-Sticker, oder? Genau. Was sagst du zu der Farbgebung? Eigentlich ungewohnt auf dem gelben. War normal immer rot angesagt für Ersal, gell? Drin. Haben wir. Geil. Auf damit. Ausstarten. Fahren. Okay, Burschen, es ist soweit. Heute First Start. Tagsweg, der hat uns dann einen edlen Anreißer montiert. Blau, passend zu Polini. Und ja, jetzt probieren wir mal, ob das ganze Krachen da rein. Tags, was sagst du, wie viele Reißer brauchen wir? Zwei. Wir müssen das so machen wie im Buchshop-Video. Ein langsam und noch einen schnellen nachher. Okay. Ein langsam und dann einen schnellen. Mal Gas. Gas geben. Thank you.
stehe im Dschungel. Dschungel? Schau, jetzt schiebt das wieder da oben. Schau dann an. Viel Wumme. Der war wahrscheinlich da unten drin. Hallo! Loch, Leute! Ja, mal. Aha. Ja, das ist vom, ich kann dir nicht sagen, wo das ist, aber ich weiß jetzt nicht auswendig. So, Dax, schau her, aber wir müssen jetzt Endresümee machen, gell, Dax? Was sagst du? Du bist auch Probe gefahren. Geil. Es geht wirklich gut, von unten geht so zieht schön weg eigentlich. Die Klarkupplung, die macht es, dass das eigentlich wirklich einen schönen Weg beschleunigt am Anfang. Und dann da oben geht eigentlich richtig die Post auf. Dax, schau zu, aber wir müssen einmal rausgestutzen und so müssen wir auch präsentieren von der Nähe nochmal. Da haben wir den MTV. Rest-Eck Aussagstutzen nochmal. Wir haben jetzt die kurze Version genommen, da gab es noch den, der was da herüber raushängt, gell? Parallel zum Moped. Mhm. Funktioniert auch wirklich einwandfrei, der neue Zylinderkopf von Bolini Zylinder, Bolini Zündung, die Räser sich an, gell? Und ich glaube, das ist wirklich ein perfektes Setup, so was Lässiges habe ich eigentlich noch nie gehabt, so leise und irgendwie auch stark. Also, ja. Ich bin richtig glücklich. Ich hoffe, euch hat das Video taugt. Es hat jetzt lang gedauert, bis wir das angetraut haben. Aber Ankündigung noch, gell? Haben wir auch noch. Nächste Woche, 22. Juni, Mocherwerk Days bei uns in Groß, da im Mocherwerk Hauptquartier. Da werden nächste Woche um die 100 Mopeds sein, oder? Mehr sogar vielleicht, gell? Ja. Ja, also alle vorbeischauen. Anmeldung gratis. Einmal vorerst, dann ist schon zum Blechen, nicht? Aber kommt alle vorbei. Wir werden mit dem Projekt Asphalt oder eine Runde blädern und ja, was noch zum Sagen, Dax? Wir freuen uns. Wir freuen uns auf euer Kommen. Auf Wiedersehen. We'll be right back.